Hallo? Hallo, hallo. Hallo, weiter geht es mit Clash Royale. Willkommen da, ich bin der Lars. Ich grüße euch ganz herzlich zu einem weiteren Part auf diesem wunderbaren Kanal. Ihr seht es selber, ich habe gratis Truhen am Start. Ich habe Kron-Truhen, die ich mir verdienen kann. Und ich habe 4 fucking Kisten am Start, die ich alle öffnen kann. Und nur so einen dreckigen Silbertruhen-Scheiß. Oh mein Gott. Wirklich, ich sage nur eins. Oh mein Gott, ich bekomme in letzter Zeit nur noch Silbertruhen. Und da kriege ich so einen Hals, ganz ehrlich. Weißt du, ich will Lack haben, ich will richtig krasse Kisten bekommen, ich will goldene, zumindest goldene oder noch bessere Riesen, Giant und Super Magie-Ding-Tun bekommen. Mann, warum? Es kommt mir gerade so vor, als würde Supercell sagen, ne, Lars, deine Giant, also ne, hier. Wer ist denn, kleinen Moment, deine Riesentruhen ist vorbei, deine Magietruhen, deine Super Magietruhen, die kriegst du nicht mehr. Dafür musst du Geld ausgeben, hast du ja noch nicht gemacht. Okay. Nee, weiß ich noch nicht. Es sieht gerade eben so aus, wir kriegen zurzeit nicht gute Kisten, aber in diesem Video mit euch zusammen werden wir hoffentlich ein bisschen mehr Luck haben. Ich bin mal gespannt. Immer noch auf hier 1600 wunderbare Pokale, ab 1700 sogar schon bei der Bauarbeiterwerkstatt. Da gibt es dann weitere Arena 6, ist so langsam machbar. Ich bin gespannt und ich hoffe doch mal, dass wir jetzt irgendwie irgendwas Krasses bekommen, irgendwas richtig Geniales. Am besten der Lunov 2. Ne, wir checken mal kurz ab, was abgeht. Und ich würde sagen, los geht es, Schatztruhe, öffnen wir die Kiste hier und checken kurz ab, was denn hier so am Start ist. Ich bin gespannt. Es geht schon mal, geht's gut los? Ja, es ist Gold, ne? Und Gold ist ja allgemein ganz okay. Und die Tester, die finde ich nicht schlecht. Ich habe so einige Karten, ich habe wirklich einige Karten hier gespendet, von daher kann man die wohl mal nehmen. Und die Koboldhütte. Naja, ja, für die Free Chest in 2 Stunden 34 gibt es die nächste. Können wir mit leben und ich gehe mal nebenbei kurz auf das letzte YouTube-Video, das vorletzte, damit wir dort kurz abchecken, weil da wurden noch einige Decks vorgeschlagen. Vielleicht schauen wir uns da ein paar an. Ich werde mich mal überraschen lassen. So, weiter geht's mit der nächsten Kiste. Silber, Gold, Lakaien. Ja, okay. Bomber, warum denn nicht? Können wir mit leben. Auch war nicht so gut, aber machen wir weiter, komm. Ja, Gold kriegt man ja immer, das kennen wir ja. Gibt es die Kanone hier, 81 von 50, läuft bei mir. Die Kobolde habe ich auch schon gut bekommen. Ja, gib mal ein EP, komm jetzt hier. Gold, Baban, Bomber. Weiter. Gold, Pfeile, Kobolde. Okay, das ist natürlich jetzt nicht die feine, geniale Antwort, die ich hatte. So, ich habe mal kurz nochmal das Video vom letzten Mal durchgeschaut quasi. Ich werde jetzt ein Video vorproduzieren, weil ich ja die ganze Zeit angesprochen habe von wegen, dass ich es zeitlich nicht schaffe. Aber im letzten Video ist wirklich so deckmäßig kein Vorschlag. Ich denke, beim letzten Video wird es eine Deck so Vorschlag gegeben haben und jemand hat sein Deck reingeschrieben, was ich mal testen soll. Muss ich dann leider beim nächsten Mal machen. Weil ihr seht ja, wir sind schon hier in der nächsten Arena. Wir sind schon in der nächsten Arena angekommen. Richtig, richtig, richtig geil. Viel Glück wünsche ich auch dir, mein junger Freund. Ich wünsche dir auch ganz, ganz viel Glück. Heute noch gar nicht gezockt. War noch nicht viel. Deswegen kurz abchecken, was überhaupt hier am Start ist. Kann er dagegen was machen, gegen diese eiskalte Kombination von Loon plus wie der Magier sich anhört. Fireball. So. So ein paar Würfe ist schon mal ganz geil. Wer denn nun mal auf 2? Ja, der hat jetzt schon auf 884 gedroppt. Das ist ganz okay. Damit können wir leben. Das ist schon mal sehr gut. Jetzt weiß er bloß Bescheid, dass wir einen Loon haben und einen wunderbaren Prinzen. Er muss jetzt einiges rausklatschen. Einiges, damit das Ding am Leben geblieben ist. Der Asgard, oder wie er auch immer heißt, der junge Freund hier. Und der hat ein Schwein. Er hat ein sexy Schwein. Ist ja. So, da kommt dann noch was rangelaufen. Aber ich glaube, sein Tower könnte jetzt sogar down sein. Von dem wunderbaren jungen Barbaren. Das war wohl ein Fehler. Okay, der Tower lebt noch. Alles Klärchen. Ui, da kommt der Feuerball. Boom. Kabuni, mein Freund, Kabuni. Das ist ja unfassbar. Nicht schlecht, sag ich auch mal, wa? Der 1700 Pokal, das ist wirklich nicht schlecht. Was er hier hat. Auch Level, oh gut, er ist Level 7, ich bin Level 6. Alles noch im Rahmen des Machbaren. So, warten wir mal wieder auf die Loon plus Prinz Kombination. Die gefällt mir ganz gut. Vielleicht. Ja, so, das ist ganz okay. Das Musketier reißt jetzt hier einiges. So, wir sollten dann die Barbaren hier wieder irgendwo gewartet, so. So, dann kommt ein Prinz.
Jetzt auch mal einen Prinzen hier. Plus ein Loot noch dazu. Weil rechts die Tesla war. Das ist auch soweit ganz okay. Jetzt kommt die geniale Kombination. Mein Loon bekommt dann ein bisschen Damage. Jetzt war der Prinz okay. Aber jetzt der Loon rasiert wieder gegen den Strich mit Benzin. Was denn sonst? Ah, er hat keine Antwort. Er hat keine Antwort für den Loon. Er hat sie einfach nicht. Die Antwort ist nicht vorhanden. Da haben wir einen Feuerball drauf. Hier Barbaren. Das ist immer ziemlich gerne. Setzen sogar noch den Bomber hinterher. Jetzt kommt hier der Freund. Der Magier. Wir haben den Bomber dafür. Oh nein, nein, Magier, mach nicht meine... Oh, okay. Goblin ist das nicht kaputt gemacht, das ist schön. Und das ist, glaube ich, ein Siegbot. Easy. Easy peasy. Easy peasy. Oh, wären nicht zwei Kronen, aber eine. 1:0 gewonnen. Was bekommen wir denn für eine Truhe? Gib mir eine große, gib mir eine große. Ich bin fast auf... Ah, Silbertruhe. Ich hasse dich und ich verfluche dich. Silbertruhe ist gestartet. Wie viel haben wir es denn? Ja, doch. Ja gut, bis 23 Uhr bin ich dann noch wach, weiß ich nicht. Leute, seht ihr das? Wir sind fast Arena 6. Was ist denn hier los? Arena 6? Schaffen wir es noch bis Arena 6 in diesem Video? Wenn wir alles gewinnen, ist das drin. Aber wir müssen alles gewinnen. Und das ist ziemlich, ziemlich, sehr, sehr schwierig. So, Level 7er Gegner hier, 1551 Pokal hat der Freund. Das ist schon mal besser hier. So, wir droppen wieder die jungen Herren hier. Ah, Riesenskelett stirbt doof. Riesenskelett macht meinen Tower auf 50% nicht ganz so gut. Hat er die Skelettarmee erd? Sowas. Okay, das ist auch ganz... Wie, zwei Hits hält das aus? Der Tombstone Level Nummer 4 hält zwei Hits vom Prinzen Level Nummer 2 aus. Krass. Das habe ich nicht erwartet. Das ist mehr als gedacht. Das ist echt mehr. Sonst wird er immer vom Prinzen gewone-hittet. So ein Tombstone. Ja, das ist schon mal krass hier. Das ist krass. So ein paar Kobolde von rechts. Damit wir ein bisschen Damage bekommen. Und zwar auf die Tesla. Das ist ganz, ganz sexy hier. Dann droppen wir das so. Alter. Ah. Hätten da keinen gar nicht droppen müssen. Guck mal. Dieses fucking Riesenskelett, ne? Oh, ich hasse es so sehr. Prinz gegen Prinz, wer gewinnt? Ich habe gehört, der Prinz. Ich weiß gar nicht wieso, aber ich habe gehört, der Prinz gewinnt. Kann ein, hat er was gegen Loon? Mal gucken, was er gegen den Loon, am Start hat. Ein Bogi schon raus. Hat er noch was? Ein Tesla. Okay. Und Spare Goblins, aber die sind ja nicht ganz so sexy. Ja, ist okay. Weiß ich Bescheid. Dann weiß ich Bescheid, was er hat und was er nicht hat. Das war natürlich links wieder ein Fehler mit dem Riesenskelett. Kann man sagen, was man will. Weil das Riesenskelett habe ich einfach zu nah an den Tower geschickt. Haben auch welche in den Kommentar geschrieben, aber danke schon dafür. Das war einfach ein Fehler. Weil die Bombe darf nicht neben den Tower gelegt werden. Das ist ein Fehler. Oh, geht halt nicht down, ne? Jetzt ist down, sehr schön. Also, ich meine, die Tesla ging nicht down. Ach, diese Bombe! LOL, der Prinz durch! Das war jetzt nicht so gedacht. Dass der Prinz einmal drauf hitte, das war nicht so gedacht. Ah, die geht halt nicht down, die scheiß Tesla! Oh, meine Tower sind so angeschlagen. Es sieht gerade nicht ganz so gut für uns aus. Muss ich jetzt ehrlich zugeben. So, rechts sollten sie jetzt den Kollegen kaputt machen. Also die Tesla. Immer noch nicht. Was zur Hölle?
Oh, ein Riesenskelett. Okay, ich habe mich noch ins Unentschieden reingerettet. Zum Glück. Eieiei. Das war ganz okay. Ihr habt gehört, ich war ein bisschen leise. Ich muss mich da gerade ein bisschen konzentrieren. Oh, ich habe immer... Weiß nicht, das Riesenskelett ist einfach mein Feind. Ich bin zu doof, das Ding kaputt zu machen, vernünftig. Oh, ich hasse es so sehr, das Riesenskelett. Wie mein Deck, viel zu anfällig. So, der Birdsong ist ja auch am Start. Der Vogelsänger-Song, wie auch immer. Lionheart, ja. Das ist der alte Lion hier. Oh. Mist, er hat überlebt. Trotzdem geht sein Tower auf 50% und das ist schon mal okay. Das ist okay, das war ganz gut mit dem Tower, mit dem Prinzen, das hat mir gefallen. Meiner hat links ein bisschen was gefressen vom X-Bau, ist aber auch noch ganz okay. Ich werde jetzt mal links kommen mit dem Luma, abchecken, was er luftmäßig so am Start hat. Hat er was gegen Luft? Hat Lakaien. Geht, das ist eklig. Lakaien sind harter Counter. Was ist denn los mit dir? Da freest du. Hast du den Tower gefreest? Hast du nicht mit meiner wunderbaren Tesla gerechnet, wa? Sehr schön. Sehr, sehr geil. Ein Freeze am Start. Ist okay. Wissen wir Bescheid. Prinz Skelett Army ist da. Er hat sehr, sehr viel Kleinzeug. Also der Bomber wird hier entscheidend sein. Wenn man den vernünftig setzt, wird das Ding hier, glaube ich, vernünftig laufen. Level 8er Boy hier. Ich bin 6. Natürlich auch schon ein bisschen krass. Da kommt ein Feuerball. Und ich schicke mal die, Freunde. Ein Drachen hat auch noch. Ein Babydrachen Level Nummer 3. Fire, warum? So, jetzt hast du keinen Lakaien. Was machst du jetzt gegen meinen wunderbaren Loon? Mal so eine Frage nebenbei. Setzt einen Drachen. Okay, Skelett-Army von links für meinen Prinzen. Da kommt ein Schwein. Ich wollte gerade... So. Abchecken kurz. Ein Feuerball noch, dann ist das Ding da gegessen. Auf der rechten Seite. So, Zandes ist auch am Start. Schau, Feuerball. Oder rechts geht der Lakai einfach durch, das Musketier, und macht den Tower kurz down. Wunderbar, Alter. So wie eine Silbertruhe, ja, läuft bei uns, oder? Aber pokalmäßig sieht das doch ziemlich gut aus. Sorry, dass ich gerade etwas leiser bin die ganze Zeit. Ich bin hochkonzentriert, selbstverständlich. Trotzdem haben wir es hier kurz gerissen. Alter, Arena 6 ist drin. Arena 6 ist drin. Dass ich das mal sage, mit meinem Deck ist ja unfassbar. Okay, dann lass mal kurz weitergewinnen, ne? Ja, Italiener, da kommen wir nur. Ne, ich darf jetzt nicht zu laut sagen hier, dass wir jetzt Arena 6 angehen, weil Arena 6 wäre schon krass. Aber immer diese verfickten, beschissene Scheiß-Silbertruhen. Mann! Da muss der Lars fluchen. Ich muss fluchen bei Silbertruhen, weil die sind kacke. Weißt du, das Schlechteste, was man bekommen kann? Gott, Entfernung. Gottes Willen. Um Gottes Willen. Warum denn? So etwas. Okay. Eklig. Alter, X-Bau. Eklig, richtig eklig. Was hat er gegen Loons? Hat er noch was luftmäßig hier am Start gegen Loons? Ah, ein Bomb-Tower. Oh Gott, ist das eklig. Alter, geht jetzt mal down. Das ist ganz sexy. Kaputt, Junge, dein Bomb-Tower. Was ist denn los mit deinem Bomb-Tower? Da gibt's den scheinbar nicht mehr.
Mein Tester läuft gleich ab. Sollte nicht zu offensiv werden. Kann den Prinz jetzt nicht setzen, das bringt nichts. Er ist halt voll mit Elixier, da bringt es jetzt gerade genau nichts. Jetzt kann ich den Prinzen setzen, und zwar von rechts, weil von links ein Riesenskelett kommt. Barbaren, okay, alles da. Die Barbaren hat er, muss ja schon mal raushauen. Die Barbaren, das ist immer sehr ganz gut, das ist immer ziemlich gut. Ich werde links auch meine Barbaren droppen, aber warten, bis die Barbaren in Range sind von der Tesla, beziehungsweise Riesenskelett. Ja, mach mal ruhig rein. Ist alles okay, mein Freund. Kannst du ruhig machen, das ist okay. Von rechts ein Musketier einfach mal drauf für den Tower. Einfach mal rauslocken, ob er irgendwas dafür droppt. Weil meistens droppen sie nichts fürs Musketier. Das Musketier macht nämlich trotzdem richtig viel Damage auf so einen fucking beschissenen Kron-Tower. Okay, der X-Ball sollte jetzt down gehen, das ist ganz okay. Macht ein bisschen Damage auf meinen, das ist auch ganz okay. Soll halt machen. Ist doch alles kein Problem. Fuck. Voll verzogen hier gerade. Also mit dem Feuerball verzogen. Tandest ist am Start. Ist natürlich jetzt ein bisschen blöd, habe ich Barbaren, weil da kommen Barbaren. Mann, Mann, Mann. Wir müssen ja die Tower down bekommen, jetzt ist der Tower weg. Jetzt kommen wir von rechts mit dem Prinzen. Oh, natürlich. Natürlich hat er wieder so eine Scheiße am Start. Namens Barbaren. Ich konnte jetzt nicht mit Prinz plus Loom kommen, es ging halt nicht. Deswegen ist er halt nicht ansatzweise durchgekommen. Oh, er fliegt wieder zum Inferno. Oh, es ist, zum fucking anderen Scheiß-Tower hier. Okay, unentschieden. Alter, diese X-Bow plus Riesenskelett-Scheiße da ist voll einfach nur Kacke. Ohne Witz, richtig ärgerlich. Meine Fresse, schon wieder ein Unentschieden. Ich will jetzt auch einen Kampf gewinnen, Leute, wir wollen Arena 6. Deswegen bin ich auch so hoch konzentriert und rede ich gerade so viel. Entschuldigung, aber ich will jetzt hier nochmal kurz was reißen. Ich will jetzt hier das packen. Weißt du, wir sind knapp davor. Hat der denn? Just Mickey oder Mike? Keine Ahnung. Haben wir schon mal gegen den? Alter, was ist denn mit dem los? Was hat der denn hier am Start? Willst du mir... Ich versuche jetzt mal Prinz plus Loon. Aber mal rein, einfach mal reinkommen. Oh, jetzt droppt der fucking... Ja. Es ist so der harte Counter. Es ist so der fucking harte Counter, ne? Boah, ist das ärgerlich. Das ist jetzt ärgerlich, ne? Fireball. Alter, wie schwul sich der Mager anhört. Fireball. Fireball. Er ist halt, ja gut, er ist aber auch 6 und auch schon ziemlich hoch mit dem Pokalen. Danke, sagt er. War kein Problem, immer wieder gerne. Ja gut, weil ich den mittleren Tower aktiviert habe, ist vielleicht nicht so schlau gewesen, weil jetzt schießt er mit. Schafft er darüber zu schießen? Der Musketier? Nein. Musketier. Okay, er hat schon mal einen riesen fucking Packer am Start. Level Nummer 2. Bob, 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 bob. Oh, da kam ein Feuerball. Da kam ein Feuerball. Alles kaputt gemacht. Was ist denn los mit dir? Eieiei, der hat krasse Scheiße am Start.
Müssen wir abchecken, was hier geht. Gegen den Kollegen, gegen den Just Mike. Das ist V13 hier, weißt du? Wieder ein riesen Packer. Er wird dann da bestimmt wieder mit einem Magier kommen. So wie ich das sehe. Jawohl, da kommt wieder ein Magier dahinter. Konzentration hier. Was gewinnen wir? Fuck my life. Stopp, halt, stopp. Hawk Rider, hör auf. Nein. Warum haut ihr denn da drauf? Gut gespielt, ja. Ich hasse Leute, die so viel rumspammen mit dem Scheiß, ne? Gegen Polen. Wir haben gegen Polen verloren. Er hat uns die Pokale geklaut. Das gibt's ja gar nicht. Fuck. Das ist doch scheiße jetzt. Mann, weißt du, bin ich ganz so hochkonzentriert, da kriege ich so eine scheiß Niederlage. Alter, was hat er auch für Truppen gehabt? Der muss doch gekauft haben, er hat Geld ausgegeben. Er will 6 durch Truppen. Nee, keine Ahnung, war halt besser. Krasses Schwein am Start. Und, Alter, am Ende sieht man das aber, wie krass halt das Elixier-Lager, beziehungsweise... Oh nein! Junge, ne! Ist nicht dein Ernst. Alter, ich dämpel das mal auf dem Tower. Man sieht halt auch am Ende, wie krass das ist von wegen mit dem Elixier-Sammler oder wie nennt man das, genau. Wie viel der halt ausmacht, einfach weil der am Ende einfach so eine, man hat einfach so viel mehr Elixier, was man da rauskriegt. Ich weiß gar nicht, wie viel da kommt mit Arena, wie gesagt, mit der nächsten Arena bekommt man das ja. Das ist schon krass, weil er am Ende so viel rausgeballert hat. Ich meine, dann hast du halt eine Überhand von links, ich habe versucht, mit dem Feuerball noch zu regeln, aber mit dem Schwein war es einfach zu viel. Egal. Dafür sind wir rechts durchgestoßen, das war auch ganz okay. Aber es war halt nicht genug Damage. Wäre der Prinz etwas krasser, dann wäre es gut gewesen, aber so... Oh, Freeze, ne? So richtig eklig schon wieder. Das ist so für mich so diese richtig fiesen Sachen. Freeze plus Schwein. Ah, ist das eklig. So eklig. Was willst du machen? Ich habe auch Bock auf Loon plus den Wutzauber habe ich ja auch nicht. Oder, ja, Freeze und Schwein, wie gesagt, ist auch eine geile Kombination. Mal checken, abchecken, was wir da am besten dann noch bekommen. Ich hoffe ja auf große Kisten mal irgendwann, aber seit 2-3 Tagen ist da nichts. Deswegen halt. Haben wir nichts. So, Tower Nummer 1. Er musste aber ziemlich viel droppen da gerade, deswegen gehe ich nochmal von links rein. Mal gucken, ob wir da irgendwas noch packen können. Weil er, wie schon erwähnt, gerade eben da was setzen musste. Na schade, ich dachte, wir kommen noch irgendwie, können noch versuchen durchzukommen. Kommt ein Schwein, nicht gut. Kommt ein Freeze. Diesmal mitgedacht und die Kollegen anderswo hingesetzt. Viererschwein, eklig. Schafft er es mit so einem Riesending, das kaputt zu machen? Okay, vielleicht sogar. Deswegen schicken wir einfach mal jetzt hier noch ein paar Kollegen rein, wie zum Beispiel ein paar Loons. Oder ein Loon. Ja, er schafft halt noch. Okay, ein Schwein kommt von da, deswegen gehe ich jetzt voll auf Risiko. Go. Nein! Fick dich! Was? Die sind... Das gibt's doch gar nicht. Ich dachte, die kommen da jetzt durch da oben. Alter, das Ding will ich jetzt hier gewinnen, ne? Das kann's ja wohl nicht sein hier. Oh. Och, nö! Das gibt's doch gar nicht.
Geh jetzt hier nicht mit dem Unentschieden raus. Da kannst du auf jeden Fall knicken. Da kannst du knicken. Ich gehe nicht mit dem Unentschieden raus. Nein, 33. Nein. Ich gehe das mit einem Unentschieden und ich gehe mit... Oh, 33. Oh, nein. Nein. Oh, es ist doch schon wieder ärgerlich. Leute, das ist super ärgerlich. Was soll ich machen? Ich gerade läuft es irgendwie nicht. Keine Ahnung. Aber okay, Alter. Wir haben so viele Pokale. Mein Rekord ist ja 1642, was wir eben gerade hatten. Jetzt sind wir... wir sind ja immer bei 1642. Hm? Waren wir nicht gerade höher? Höchste Trophäe, 1600... Achso, 74, Entschuldigung. 74, jetzt sind wir bei 42. Ja, trotzdem gut. Trotzdem gut. Wir kratzen Arena 6 an, das finde ich sehr, sehr geil. Nur, weil ich den Loom mit reingenommen habe. Ich habe keine Ahnung, wieso. Mein Deck besteht aus Prinzen plus Barbaren plus Bomber, dann der Feuerball, die Goblins, der wunderbare Loon und Level 4 Lakaien. Einmal muss ich noch anfragen, ich kann bald wieder anfragen, oder? 3 Stunden 48, dann habe ich die Lakaien voll, kann den Lakaien bzw. Musketier auf Level Nummer 5 upgraden und Tessa ist noch auf 6. Feuerball hätte ich, wie gesagt, gerne 5, genauso wie Musketier auf 5 und der Loon will natürlich auf 2, das wäre schon cool. Mal gucken, was wir da noch so bekommen. Komm, wir kämpfen nochmal, weißt du, wir sind jetzt hier knapp vor der nächsten, schon wieder eine halbe Stunde, der Part ist da, scheißegal, weiter geht's, komm, wir können jetzt nicht. Ich muss jetzt hier noch meine Truhen voll machen, das kann doch nicht weitergehen, so Leute. Das kann nicht so weitergehen. Wir müssen hier noch was rausklatschen, gegen Deng, Deng, Dang, 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 Dang. Gegen Dang, Dang, Dang kann man nur gewinnen, deswegen kämpfen wir jetzt gegen Dang, Dang, Dang. Alles klar, komm, Riese Level 6, das ist natürlich eine Hausnummer. Level 6, das ist eine Hausnummer. Okay, den habe ich gerade schon viel ausgehalten. Weg auch vom Drachen. Vom Babydrachen Level 3 hätte ich mir auch kaufen können im Shop. Habe ich nicht gemacht übrigens. Habe ich nicht gemacht. Hat er nicht gemacht. Wieso? Hat er nicht. Warum setzt er den Prinz so weit hinten? Das neue Prinz ganz weit hinten setzen? New Meta. Prinz am Arsch der Welt. Alles klar. Steckt da irgendeine Taktik hinter? Ich weiß es nicht. Wenn der Prinzen da so hinsetzt. Hat er sich verklickt? Ich habe keine Ahnung. Mal gucken, ob er die Skelett-Army am Start hat. Ich gehe mal von aus. Na, er hat einen Packer. Nur einen Hit-Pin bekommen, mein wunderbarer Prinz, aber ist okay. So, ich glaube, ich warte auf Prinz-Loon-Kombination, bevor es weitergeht. Die ist ganz cool, die kann man nehmen. Ich habe auch Level 7 Goblins. Hihihihi. So, haben wir beide auf dem Start. Brauche ich nur 10 Elixier. Die wir jetzt haben. Sehr gut. Und den Drachen gedroppt, das könnte links was werden, weil der Drache gedroppt wurde. Ja, ein bisschen Damage auf dem Tower bekommen, das ist okay. Ich hätte, glaube ich, lieber den Bomber droppen sollen von der Seite. Wäre besser gewesen. So, wir droppen die Barbaren hier. Plus den Bomber. Das Musketier schleicht sich so langsam rüber auf der linken Seite, das gefällt mir. Okay, da kommt der Drache dann. So, warten wieder auf 10. Für unsere Kombi. Kombi ist durch. Ab geht's. Los. 10 sind durch. Ja, sieht gut aus. Das sieht gut aus. Wunderbar. Die Loon plus Prinzen-Kombination, die ist schon fies. Und jetzt hier... Oho! Sehe ich da gerade eine Goldtruhe, Leute. Am Ende vom Video gewinnen wir das nochmal hier, kriegen 27, sind wieder auf 1669
und kratzen, wie gesagt, Arena 6 an und bekommen noch eine Goldtruhe. Das gefällt mir. Jetzt, wir können eigentlich jetzt nicht aufhören. Wir können jetzt nicht aufhören. Das Video ist eine halbe Stunde. Ich weiß, wir können jetzt nicht aufhören. Wir müssen versuchen, noch einen Win zu holen. Damit ihr seid live dabei, drückt mir jetzt irgendwie die Daumen, noch einen Win bis Arena 6. Oh Gott. Ivan Klasnic. Ivan ist am Start. Ivan, bitte. Schenke mir diese Pokale und schenke mir die nächste Arena. Bitte, Ivan. Bitte. Ivan, du willst es doch auch, oder? Komm, Ivan. Ich hab die Kombi gerade da. Ich versuch's immer nochmal. Hab ich natürlich von beiden Seiten Druck. Ach, du heilige Scheiße. Er hat meine Kombi gecountert. Er hat sie weggecountert. Weil der Tower ein bisschen mehr Damage genommen wie seiner. Wir werden es gleich nochmal versuchen. Die Kombination, die versuchen wir gleich nochmal, Leute. Das wird was. Ich glaube daran. Man muss natürlich immer dran glauben. Ivan, ob der 7 ist, ob der 12 ist, scheiß drauf. Der Ivan. Alter, wie die Knights jetzt wiederkommen. Also hier, die sind doch Knights, ne? So heißen die doch. Wie die jetzt einfach wiederkommen. Wundert mich. Ich habe Barbaren noch gesetzt. Wo sind die Barbaren? Da kommen sie. Dadurch hat sie eher gesetzt. Okay, da kommt Luft. Die fucking Lakaien, können die rüberwerfen? Nein. Haha, weg Aoid. Sehr schön. Okay, warten, setzen wir nochmal die Kombi ein. Ich glaube, dann verliere ich einen Tower, wenn ich die Kombi nochmal einsetze. Prinz plus Loon. Ich teste es mal nochmal. Okay, da kommt eine Skelett-Army. Natürlich gut für einen Prinzen. Mist. Mist, Mist, Mist. Hat leider nur einen Schuss geschafft. Mein Loon. Bevor er drauf gegangen ist. Gut, da ist die Army draußen. Sehr schön. Oh Gott, beide Seiten. Beide Seiten. Nein, nein. Der Feuerball. Voll gewastet. Oh shit. Eieieiei. Knapp, knapp, knapp. Wieder die Army da. Und wieder so ein schlechter Feuerball. Ja, das ist verloren. Mit den schlechten Feuerballs kann man das nicht gewinnen. Oh Gott, was schieße ich denn gerade für Feuerbälle? Egal, das Ding ist jetzt hier vorbei, Leute. Wir schaffen es leider nicht. Vielleicht beim nächsten Paar, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. 33 Minuten, Haufen Super Nicer Boys. Reingehauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.